Das, also ich hatte 4 Jahre in Prenzlauer Berg in der Knake, also Knackstraße, Eckes-Retzky-Straße gewohnt, Knackstraße 73, so mitten im Szeneviertel, was jetzt wäre das Szeneviertel. Aber damals war es eben oben 5. Etage, hatte ich eine Einraumwohnung und habe dann nochmal 2 Jahre in Marzahn gewohnt. Neubauwohnung. Das war so ein bisschen, wie nannte sich das, AWG, also man musste Aufbaustunden leisten dafür. Das habe ich ein Buch gemacht und habe die dann bekommen. War eine Einzimmerwohnung, Einraumwohnung. Bis 1981 und dann haben wir in einem gut funktionierenden Sechser-Ringtausch, 6 Wohnungen, zack, an einem Tag getauscht, haben wir die Wohnung hier bekommen, sind hier eingezogen. Meine Frau hatte eine Einraumwohnung, ich hatte eine Einraumwohnung und dann gab es noch 4 andere oder 5 andere Wohnungen und das zack, zack, zack ging im Kreis und hat gut funktioniert mit Tauschen. Wie geht das? Sechs Wohnungen. Alles Einraumwohnungen, oder? Nee, 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 das waren alles verschiedene Wohnungen. Also welche wollten sich verkleinern, welche wollten sich vergrößern oder überhaupt verändern. Und einer, also ich war es nicht, der hatte das organisiert dann so untereinander. Ich weiß auch gar nicht, wie wir zusammengekommen sind, aber irgendwie kam man da zusammen und auf Startschuss an dem Tag ging das los. Da wurde im Kreis umgezogen und das hat geklappt.